Hi, mein Name ist Luca Laufer. Ich bin Produktmanager bei der Firma Rothenberger und verantwortlich für die Gewindeschneidwerkzeuge. Was habe ich euch heute hier mitgebracht? Zum einen die Supertronic 2000. Die gibt es jetzt seit knapp 25 Jahren im Portfolio. Und jetzt ab dem 1.4. ganz neu die Supertronic 2000e als Akku-Variante. Akku, da führt kein Weg vorbei an dem CAS-Akku natürlich. Cordless Alliance System steht für das erste herstellerübergreifende System für Werkzeuge. Und damit, mit diesem Akku, könnt ihr über 200 Geräte von 20 verschiedenen Herstellern nutzen. Warum ist das Ganze jetzt flexibler? Zum einen hat die Supertronic 2000e kein Kabel mehr. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt eine Leiter hochgeht, um ein Gewinde an einem Rohr zu schneiden, was unter der Decke hängt, ist das Risiko, dass man mal mit dem Kabel an der Leiter hängen bleibt, einfach geringer. Das Thema Sicherheit spielt ja immer eine wichtige Rolle. Zudem ist der Akkupack drehbar, das seht ihr hier, und demnach natürlich auch flexibel und situationsbedingt einstellbar. So, jetzt lasst mich euch mal die Maschine zeigen. Der vordere Teil ist ein hochreduziertes Getriebe, auch Stirnradgetriebe genannt. Das sorgt dafür, dass ein sehr hohes, konstantes Drehmoment vorhanden ist und jedes Gewinde, was ihr schneidet, konstant durchläuft, präzise ist und dadurch natürlich auch euer Arbeitsfortschritt sehr effizient ist. Des Weiteren, was sehr wichtig ist und immer wieder bei den Handwerkern beliebt ist, ist die außermittige Schneidkopfaufnahme. Das heißt, stellt euch vor, ein Rohr ist an der Wand, sehr nah an der Wand, und ihr könnt mit der Maschine trotzdem ansetzen und ein Gewinde draufschneiden. Zudem wird immer wieder die Kompaktheit der Maschine von Handwerkern gelobt, auch was die Größe der Schneidköpfe angeht. Okay, lasst mich jetzt beweisen, dass die Akku-Variante genau die gleiche Leistung hat wie die Kabel-Variante. Dazu maximale Leistung bei beiden 2 Zoll Stahlrohr. Das habe ich hier auch vor mir jetzt festgemacht auf dem Dreibein. Das erste, was wir machen, ist die Rohrklemmvorrichtung optimal auf 2 Uhr fixieren. Anschließend nehmen wir den 2 Zoll Kopf aus dem Rohcase und bringen diesen werkzeuglos an der Supertronic 2000e an. Schieben das Gerät auf das Rohr und auf die Rohrklemmvorrichtung. Checken nochmal die Rechts-Links-Funktion, Vor- und Rücklauf, Vorlauf auf rechts, Rücklauf auf links, wo wir dann mit 15 bis 25 Umdrehungen pro Minute einen Vorlauf haben und mit 60 Umdrehungen pro Minute den Rücklauf. Jetzt wollen wir nach vorne und starten das Gerät. Wichtig ist, dass auch immer mit Gewindeschneidöl gearbeitet wird, wie zum Beispiel mit dem Ronol und Ronol-Syn, sind für Trinkwasserleitungen. Das ist einfach extrem wichtig für die Langlebigkeit der Gewindeschneidbacken und für die Präzision des Gewindes. Zum Abschluss empfehle ich immer noch die Gewindeaufrauzange von uns. Die wird immer wieder von Handwerkern gelobt, weil es einfach ein sehr, sehr gleichmäßiges Aufrauen des Gewindes ermöglicht und der Hanf anschließend optimal aufs Gewinde gezogen werden kann. Ihr habt gesehen, dass die Performance der Akku-Variante der Kabel-Variante nichts nachsteht. Jetzt liegt es an euch zu entscheiden, was mehr Sinn macht. Wenn ihr nur in der Werkstatt seid und stationär arbeitet, empfiehlt sich die Kabel-Variante. Wenn ihr mobil seid, auf einer Baustelle, auf dem Rohbau, wo vielleicht keine Steckdose da ist, empfiehlt sich die Akku-Variante Supertronic 2000e. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.